So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3 mit mir, dem Endking. So, wir sind hier in Bensala, doch. Verdammte Viecher! Und die verdammten Viecher sind hier, nämlich die Zombies. Belagern hier die Stadt. Hat er jetzt einen gesehen? Ne? Er ist schon wieder weg, okay. Und wir versuchen hier auf dem, den Leuten auf den Zahn zu fühlen, wie wir denen helfen können. Jetzt lauf doch nicht immer weg, wenn ich mit dir reden möchte. Du bleibst jetzt schön hier. Bleib hier. Schön, guter Junge. So, wie kann ich dir helfen? Oder was geht denn hier eigentlich ab so? Kannst du uns ein bisschen weiter informieren? Beliar wartet auf dich! Ja. Was ist mit dem Tempel? Beliar wartet dort auf dich! Dort hat das Unglück begonnen. Dort liegt der Ursprung des Bösen. Aber niemand, der klar bei Verstand ist, wird sich dort hineinwagen. Wenn wir hier für Ruhe sorgen wollen, müssen wir auch den Tempel angreifen. Du hast recht. Gut. Du wirst nicht allein zum Tempel gehen. Aber erst, wenn die Umgebung sicher ist. Ich sehe mir mal die Stollen an. Es gibt zwei Stollen im Berg. Einer liegt direkt hinter der Stadt. Der andere liegt weiter im Osten. Und pass auf dich auf. Klar pass ich auf mich auf. Was denkst du denn? Ich werde mir mal den Berg vornehmen. Dann sei vorsichtig, Sohn des Mutes. Und achte auf meine Speer. Okay, kannst du uns vielleicht noch irgendwie im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Stärke ein bisschen, könnte ich gut gebrauchen. Weitere so. Okay, alles klar. So, dann werden wir uns mal aufmachen in den... Verdammt nochmal, das sind Mistviecher. Trauen sich auch immer weiter in die Stadt rein, was? Komm her, du. Dem hast du sollst in der Sonne verdorren. In der Sonne verdorren. Okay, dann... werden wir uns mal die Stollen vornehmen, anscheinend. Ich will die mal checken. Auch nicht Spiel speichern, so. Hat man sonst noch irgendwelche Quests hier bekommen in der letzten Folge? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Lass mich mal überlegen. Also wir können ja mal kurz gucken hier. Bensala. Die Ruine, 6 Kisten Stahl, ach ja, das. Plündergut. Vater der Geschäfte, ja genau. Vor der Stadt auf dem Weg überfallen, okay. Oder gibt es hier noch irgendwelche wichtigen Personen, mit denen wir reden sollten? Der sieht jetzt nicht so wichtig aus. Mit dem haben wir schon geredet, glaube ich. Dolok, mit dem haben wir auch, glaube ich, geredet. Hier oben, das war, glaube ich, noch ein Vetter, oder? Nein, hier im rechten, hier im Maus, glaube ich. Und hier ist ein Teleportstein. Ja, geil. Direkt gefunden. Hier war noch einer, so ein Vetter. Oder bin ich hier total Banane? Nein, hier war der. Okay. Julio. Oh, okay. Da bezahlt man jahrelang Tribut an Zuben und was ist? Ein paar Kerle, die sich für ganz schlau halten, öffnen den großen Tempel. Sie öffnen den großen Tempel und beschwören damit Belias Zorn über uns alle herauf. Jetzt kann ich bis an mein Lebensende Tribut zahlen, um aus dieser Scheiße wieder rauszukommen. Verzeih meine Aufgebrachtheit, Sohn des Mutes, aber diese Sache nimmt mich ziemlich mit. Das ist mir gerade aufgefallen. Was ist hier eigentlich genau passiert? Basir war es. Dieser Sohn eines Diebes hat den Tempel geöffnet. Einfach so? Er hatte 5 Schlüssel. Nur Beliar weiß, wo er die aufgetrieben hat. Er wollte das göttliche Artefakt und versprach den Männern Schätze. In ihren Augen funkelte die Gier. Aber am Ende hat Basir sie alle betrogen. Erzähl mehr von Basir. Er zahlt einen hohen Preis für das göttliche Artefakt. Alle, die den Tempel betraten, sind tot. Er selbst ist auf und davon. Doch sein Geschäft ist noch nicht abgeschlossen. Beliar ist zornig. Du meinst... Ja, Basir hat den Tod verdient. Hä, wo ist... Boah, wenn ich den kriege, dann... Ein göttliches Artefakt? Ja, okay, ich glaube, dem müssen wir noch ein bisschen nachgehen. Aber okay, wie kann ich helfen? Hört euch das an! Er schlägt sich zu uns durch und fragt, wie er helfen kann. Das ist der Mut eines Mannes, der keine Gefahr fürchtet. So spricht ein wahrer Held. Schon gut, komm zur Sache. Ich bitte dich, rette meine Stadt. Erschlage die Untoten. Tu, was immer notwendig ist und befreie uns von diesem Fluch. Na schön. Und sprich mit Daro. Er wird dir bestimmt mehr sagen können. Aber da ist noch eine wichtige Sache. Ein Geschäft, das mir anvertraut worden ist. Erzähl mir von diesem Geschäft.
Wir haben 10 Erzrohlinge bekommen, eine Lieferung von den Orks. Sie waren eigentlich für Ishtar bestimmt, doch sie sind gestohlen worden. Aber ich weiß, wer der Dieb ist, und ich will, dass er für sein schändliches Tun bestraft wird. Er soll unter Inos sengendem Fluch verdursten. Die Geier sollen ihm die Augen heraushacken. Naja, schon klar, ich mach das. Wer ist der Kerl? So gut, einer unserer eigenen Männer. Dieser Verräter soll Belias rasender Zorn ihn ereilen. Ich werde irgendwie Augen rauspicken, oh Gott. Wo ist er denn? Weißt du, wo Sugut stecken könnte? Er hat die Stadt Richtung Ben Erai verlassen. Und er war nicht allein. Er war nicht allein? Da war noch ein anderer Kerl bei ihm. Aber ich konnte nicht erkennen, wer es war. Aber wenn du ihn findest, dann lass ihn auch für seinen Fehler bezahlen. Erstmal muss ich ihn finden. Was ist mit den Erzrohlingen? Wenn du sie findest, nimm sie an dich. Bewahre sie auf und bring sie nach Ishtar. Okay. Also wenn das kein Nomadenkerl ist, der hier dir aufmischen wollte, dann kann ich das gerne machen. Den vermöbeln und so. Jo. Jo. Dann werden wir mal hier unten mal umschauen. Also wir können einmal ein paar, wir haben einmal Quests in, für die Stollen im Norden und einmal wenn wir uns den Berg anschauen. Okay. Hat er jetzt gespeichert oder was? So. Kann auch nicht mal speichern hier. Geht ja gar nicht. So. Okay, das sind alles Viecher, ey. Aua! Dem hast du es gezeigt. Hier? Ah, hier sind diese Stollen. Ah, okay. Geil. Jetzt säubern sie mit mir hier den Stollen. Das finde ich ja echt cool. Friss den hier, Junge. Aua! Schießt der mit dem Bogen, der Skelett hier. Was ist das denn für ein frecher Sack? Ich glaube, den gönne ich mir mal mit der Hillebarde. Das wäre noch etwas zu gefährlich hier. Wer ist den hier, Jungs? Aua! Nein! Ah, oh, scheiße. Toll. Okay, dann werden wir uns mal hier aufmachen. Ah, oh, sind sie ja auch schon wieder, ey. Nein, nein, nein. Friss den ja, du. Dem hast du's gezeigt. Ja, klar. Da ist keiner mehr, okay. Okay, jetzt haben wir gemeinsam die Mine. Das finde ich geil. Zap. Kommt, Jungs. Da sind da vorne sind noch welche. Kommt. Gut, dass ihr, danke, dass ihr mir hilft. Obwohl die Quest eigentlich nur für mich, für mich war. Geil. Geil, hier Zombies meucheln. Ich freue mich auch schon auf Zombies meucheln in Skyrim. Oh Gott. Das wird vielleicht verdammt geil. Ups, Entschuldigung. Das wollte ich doch nicht. Nein, es tut mir leid. Junge. Okay, werde ich erstmal hier... Geil, es gibt Mumien hier. Verdammt, wie geil ist das denn? Oder verfluchter Sklave. Ja, die sehen aus wie Mumien. Friss den, ihr Junge. Ich aufpassen, dass ich keine Orks mehr hier angreife. Durch die vielen Schläge, die ich hier mache mit den zwei Schwertern, habe ich, ja, bin ich total unvorsichtig. Aua, nein! Junge! Kloppt oder was? Gott, ich werde mal hier kurz schnell speichern. Schnell speichern, so. Nicht, dass ich hier noch gemeuchelt werde. Zap, zap, zap. Ordentlich. Oh nein, das Skelett blutet. Verdammt nochmal.
Oh yeah. Und frisst den hier und frisst den hier und frisst den hier. So. Ach, so tief ist hier, geht das Stollen ja auch nicht, also. Aber cool, dass ihr mir geholfen habt, ihr lieben Orks. Nein, Junge. Wieder eins weniger. So, das waren sie jetzt, glaube ich, alle. Oder schwirrt hier noch irgendwo einer rum? Wir sollten ja den Stollen erkundschaften, also sollten wir den jetzt... Ah, Kiste, okay. Ich glaube, das sind diese Kisten, von denen er eben geredet hat. Oder letzten Folge, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall waren das... Sind shiny wichtig zu sein. Also mal mitnehmen, so. Lebt hier denn noch einer? Weil ich habe keinen Questerfolg oder so bekommen. Und der eine Typ ist immer noch hinter mir her. Der da hinten. Anscheinend. Ah, hier ist noch das Skelett. Ah, okay. Und frisst den hier. Du gehörst ja, nicht in diese Welt. Wo war der denn? Ach du Scheiße. Sieht ihr ihn jetzt noch hinter mir her oder was? Oh Gott, kann ich mal irgendwie... Muss mal was austesten, ob ich... Wenn ich was hinwerfe, ist es weg. Okay. Dann muss ich das mal so machen, dass ich mein ganzes Gold mal hier verstecke. Kann ich auch machen, oder? Wo ist denn mein geiles Gold? Das kann ich doch rübergeben, oder? Nicht? Och man, bei Gothic 1 ging das auf jeden Fall. Ist ja mal scheiße. Nicht, dass mir jetzt einer umhaut und mir mein ganzes Gold klaut. Das fände ich ja jetzt scheiße, ne? Ich glaube, das ist geregelt hier. Weil oben meucheln sie noch weiter. Ist ja geil hier. Eine riesige Schlacht hier. Nur weil einer angegriffen wird. Von denen jetzt... Ich will den Zombie auswählen. Hallo, ich will den Zombie angreifen, nicht Enzo. Guck, jetzt werde ich... So, jetzt geht's. So, komm her. Keine Chance gegen mich. Das war zu erwarten. Nein, oh, oh, ich hätte fast auch noch den Elite-Krieger hier angegriffen. Das wäre fatal gewesen, glaube ich. Na komm, ich trinke mir noch was. Jo, Jungs, mach mal weiter. Die braunen Schlückchen. Geil. Keine Chance, die Zombies. Ich bin Zombie-Experte seit Gothic 1. Tja, keine Chance gegen mich. Da vorne sind sie auch noch wieder, ey. Da oben sind auch noch welche. Verdammt nochmal. Was soll denn der Quark hier? Das mag ich aber gar nicht, wisst ihr, oder? Und das. Meine Pillebadenhiebe haben noch keiner überlebt. Oh, verdammt nochmal. Diese Stiche mit den... Oh, verdammt, ich hasse es, wenn sie mir irgendwas... ihre Holzteile in den Bauch stecken wollen, ey. Perverse Schweine hier. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. So. Und den hier noch. Das war's. Wo sie ja noch da oben rumlungern. Mir ist nicht zu sehr für Ausgaben. Die Orks werden hier von den Zombies fertig gemacht, ey. Zu heftig. Ehrlich, zu heftig. Was würde denn wohl tun, wenn ich nicht da wäre, hallo? Hätte ich ja mal echt keinen Plan vom Leben hier. Nein, 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 böse, böse. Press den hier. Nicht stechen mit dem Ast, nein. Du da hinter mir. Weil er ist tot. Und dann kriegt die auch noch was hier. Hier kommt er so bereitwillig schon zu mir. Das sehe ich doch schon. Dass hier, oh nein, verdammt nochmal. Nein, weg hier. Ah, ich hasse es, wenn sie mir hinterrücks. Die Zombies sind richtig hinterhältig, obwohl sie schon tot sind. Ich kapiere nicht, wie sie das machen. Nein. Sterbt einfach, ihr untoten Mistviecher. So. Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. So. Noch eben was trinken. Oh Gott im Himmel. Nein, das ist ja echt eine Scheiße. Komm, ich helfe dir mal. Junge. Der kämpft ja schon mindestens 10 Minuten mit dem. Ist ja echt heftig. Na komm.
Aha, okay, das klappt ja wunderbar, Wunderbärchen jetzt gerade. Acht nicht auf mich. Und frisst den hier. Oh Gott, meine Dreher sind echt geil. Ich brauche ein bisschen mehr Ausdauer, damit ich ein paar mehr Dreher machen kann. Aber meine Ausdauer regeneriert sich ja recht schnell. Okay. Los, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Was? Gucken die sich jetzt nur böse an, oder was? Kann ich auch böse gucken und dann macht ihr nichts, oder was? Du sollst in der Sonne verdorren. Aber geile Sprüche, die sie hier drauf haben, in Varant. Hallo. Nein, nein.